Hey ihr Lieben, ich bin's, Mac Peverick. Ja, ich werde immer wieder gefragt, du, wie befüllt man eigentlich so ein Hochbeet richtig? Das möchte ich euch einmal zeigen und sagen, was da alles reinkommt, Schicht für Schicht. Und am Ende des Videos werde ich euch noch mein kleines Hochbeetgeheimnis verraten. Ja, als erstes solltet ihr einen Kaninchendrahtzaun reinlegen unten, damit eben keine Wühlmäuse oder generell Nagetiere hochkommen und euch nachher die Wurzeln kaputt fressen. In zweiter Hinsicht solltet ihr eine Schicht Kies dort reinpacken. Einfach aus dem Grund, damit ihr eine Drainage habt, damit das Wasser sich dort nicht staut. Gerade wenn ihr das zum Beispiel auf Steinplatten gebaut habt, ja, auf einer Terrasse oder auf dem Balkon, dann gehört immer Kies mit dabei. Wenn ihr das auf einer Erde macht, also dann braucht ihr das nicht unbedingt machen, insofern der Boden nicht zu lehmhaltig ist und das Wasser eben da auch gut abfließen kann. Die nächste Schicht, ja, da habe ich mich hier hinten an meinem Haufen bedient, die sollte mit Schnittgut versehen sein. Hier so Sträucher und all sowas, das könnt ihr da nehmen und reinfüllen. Das ist einmal noch mal ganz gut, damit die Erde schön locker ist, damit ihr da eine Schicht habt. Das verrottet dann auch langsam, erzeugt Wärme und das ist auch noch mal ganz gut. Ihr solltet allerdings dabei hier auf Tannenzweige und sowas verzichten, auch auf Thuja oder Lebensbäume auf den Rückschnitt, denn die versäuern den Boden nur. Das gehört da nicht rein. Ansonsten könnt ihr da aber alle Sträucher da entsorgen. So, im nächsten Schritt könnt ihr dann eine Schicht 40 bis 50 cm aus Gartenabfällen machen, wie zum Beispiel Laub und Rasenschnitt. Das kann man da gut reinpacken. Das gehört dann als nächstes rein. So, dann gehört ungefähr eine Schicht von 20 cm grober Kompost in das Hochbeet hinein. Ja, und zu guter Letzt kommen dann noch mal ca. 15 cm feine Erde rein. Da kann man zum Beispiel ganz gut Hochbeeterde nehmen, die sich dafür eignet. Ja, das waren so die Befüllungen für ein Hochbeet, was so ca. 1,20 Meter groß ist. Ihr könnt das so ein bisschen variieren. Ihr müsst das nicht auf einen Zentimeter genau machen. So, jetzt schulde ich euch ja noch mein Hochbeetgeheimnis. Ich habe gar kein Hochbeet. Ja, ich mache das nämlich lieber hier auf meinem Nutzbeet. Warum ich kein Hochbeet habe und welche Nachteile ich in so einem Hochbeet sehe und welche Vorteile ich in solchen Beeten sehe, wie ihr hier seht, das habe ich euch einmal hier in dem Video verlinkt. Schaut es euch unbedingt an. Und ja, Hochbeete haben Vorteile, aber auch Nachteile und die sollte man kennen. Also in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Bis dann, euer Mac Peverick.